Ja, Herr, jeden Moment, in dem unser Herz schlägt, wollen wir dich anbeten, Herr. Jeden Moment von unserem Leben wollen wir dich einladen, unser Gott zu sein, mit uns zu sein. Unser Leben mit Leben zu beschenken. Mit Leben, das von dir kommt. Und Vater, ich bitte dich für heute Morgen, dass du Leben durch dein Wort schenkst. Herr, nimm diese Worte meines Mundes und fülle sie mit deiner Liebe, deiner Kraft und deinem Leben. Herr, dass es Gnade bringe dem Hörer. Herr, dass wir dich erkennen, wie du wirklich wahrhaftig bist. Als den Gott, der die Menschen, der diesen Planeten liebt. Als der Gott, der eine Antwort hat auf die Herausforderung der Menschheit. Danke, Herr, dass du wirkst in jedem Haus, überall, wo heute Morgen zugeschaut wird, zugehört wird. Herr, ich bitte dich, dass du in jeden Raum hineinkommst mit der Gegenwart deines Geistes. Dass du Menschen freisetzt, Menschen stärkst, Menschen heilst und Menschen zu dir ziehst. Ganz nah an dein Herz. Danke, Jesus, dass du mitten unter uns bist. Weil dein Wort sagt, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Danke, Herr, dass das Internet gerade mit einschließt. Herr, wir sind versammelt zu deinem Namen hin. Du bist mitten unter uns. Danke für dein Wirken heute Morgen. Wir machen dich groß, Vater. Wir machen dich groß, Vater im Himmel. Du bist unser Gott. Dir vertrauen wir uns an. Danke, Herr. Amen. Dürft euch gerne setzen. Danke, Lobpreisteam. Gott ist so gut. Ich bin immer wieder erstaunt über seine Größe, seine Liebe. Erstaunt, wie real er ist. Er hat das Universum geschaffen in dieser gigantischen Größe, die wir mit unseren menschlichen Messinstrumenten kaum erfassen können. Und doch interessiert er sich für dich. Interessiert er sich für diesen Menschen, für diese Schöpfung seiner Liebe. Amen. Ich möchte heute Morgen beginnen mit drei kurzen Geschichten aus dem Alten Testament. Ich beginne mit einer Geschichte aus dem 1. Könige, Kapitel 17. Ab Vers 8 hier. Da ging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen. Mache dich auf, und das war der Elia, der Prophet, mache dich auf und geh nach Zarpath, das bei Zidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Und er machte sich auf und er ging nach Zarpath. Und als er in das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte, und er rief ihr zu und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann.
Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach: Ich bitte dich, bring mir auch einen Bissen Brot mit. Du musst wissen, es war eine Hungersnot zu dieser Zeit. Und sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Das allerletzte, was sie hatte. Und Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hin und mache es, wie du gesagt hast. Doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia es gesagt hatte. Und er aß, und sie auch, samt ihrem Haus, viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Dann möchte ich eine zweite Geschichte lesen aus dem 2. Könige, Kapitel 5. Im Vers 1 lesen wir: Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naamans Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr bei dem Propheten von Samaria wäre, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Es geht dann weiter in den nächsten Versen, er geht zum König und bittet, dass er da hingehen darf. Und der König denkt: Naja, wenn in Israel Hilfe da ist für eine solche Sache, dann schicke ich ihn doch erstmal zum Ranghöchsten in Israel und schickt ihn zum König. Und der König weiß nichts, was damit anzufangen und hat schon Angst, dass er ihn hier provozieren will. Und im Vers 8 lesen wir weiter: Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe, da sandte er zum König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen, dann wird er erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. So kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach: Siehe, ich dachte, er werde zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Parpa in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen: Mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er hinab und tauchte sich 7-mal im Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück und er und sein ganzes Gefolge. Und er ging hinein, trat vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Eine dritte kurze Geschichte, ein Kapitel zuvor. 2. Könige, Kapitel 4, Vers 1. Und eine Frau unter den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben.
Aber du weißt, dass er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Nun ist der Gläubiger gekommen und will sich meine beiden Söhne als leibeigene Knechte nehmen. Und Elisa sprach zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was hast du in deinem Haus? Sie antwortete, deine Magd hat nichts im Haus als nur einen Krug mit Öl. Er sprach, geh hin und erbitte dir draußen Gefäße von allen deinen Nachbarinnen, leere Gefäße und nimm nicht wenige. Und geh hinein und schließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieße Öl in alle diese Gefäße. Und was voll ist, trage weg. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Die brachten ihr die Gefäße und sie goss ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da versiegte das Öl. Und sie kam und erzählte es dem Mann Gottes und er sprach, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schuld. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem Übrigen leben. Nun, das sind drei Geschichten aus dem Alten Testament, in denen wir sehen, wie Gott übernatürlich gewirkt hat. Und in diesen Geschichten ist ein riesiger Reichtum an Dingen, die wir da herausnehmen können. Aber heute Morgen möchte ich einfach nur diese drei Geschichten nehmen als Beispiele aus dem Alten Testament. Und es hat so viele darin, wo wir sehen, wie Gott übernatürlich gewirkt hat. Wie Gott übernatürlich in das Geschehen auf der Erde eingegriffen hat. Es gibt einen natürlichen Verlauf, wie es auf dieser Erde läuft. Wenn wir den natürlichen Verlauf bei Naaman mit seinem Aussatz genommen hätten, er war krank, er wäre kränker geworden und schlussendlich gestorben. Und er hätte ganz bestimmt seine Funktion im Dienste des Königs nicht ausführen können als Heerführer. Die Frau des Mannes der Prophetensöhne, der gestorben war, der noch Schulden hatte. Da kam der natürliche Verlauf der Dinge. Aufgrund der Schulden kam eben der Gläubiger und er hätte ihr die beiden Söhne weggenommen. Und sie hätte damit bezahlen müssen. Da hätte sie nicht nur ihren Mann verloren, sondern auch noch ihre Söhne. Sie hätte alles verloren, was sie hatte. Und Gott hat eingegriffen. Und Gott hat übernatürlich eingegriffen. Du siehst, dass diese Frau zum Propheten ging. Der Prophet im Alten Testament war der Mann, der das Wort Gottes hatte. Sie ging zum Propheten und sie schrie zu ihm. Mit aller Ernsthaftigkeit nahte sie sich zu dem Mann, der das Wort Gottes hatte und schrie zu ihm. Und der Prophet sagte, was soll ich für dich tun? Was hast du in deinem Haus? Und so viele Dinge, die wir in dieser Geschichte sehen können. Wie Gott beginnt, mit Dingen zu arbeiten, die du hast, von denen du nicht denkst, dass sie viel nützen werden. Aber Gott greift ein und wenn er eingreift, ist es übernatürlich. Im Neuen Testament finden wir wieder und wieder die Aussage, dass die Leute sich verwunderten über das, was Jesus sagte und was Jesus tat. Matthäus Kapitel 7, Vers 28. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. In Kapitel 8, Vers 27 lesen wir, die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Ein Kapitel weiter, im Kapitel 9, Vers 8. Als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Dieser Gott, dem wir dienen, ist ein übernatürlicher Gott. Und wenn er etwas tut, dann tut er es immer übernatürlich. Es ist nicht immer gleich spektakulär.
Das ist manchmal vielleicht der Moment, wo wir es auch verpassen, wenn Gott übernatürlich wirkt, dass wir denken, dann muss es immer spektakulär sein, mit großem Getöse, viel Lichtshow, was weiß ich was, sichtbar und offensichtlich und für jeden und alle. Nein, manchmal ist es absolut nicht spektakulär, aber trotzdem übernatürlich. Und es ist so wichtig, dass wir beginnen zu erkennen, wo Gott wirkt, auf seine übernatürliche Art und Weise. Aber es gibt eben auch absolut diese Momente, wo Gott beginnt zu wirken auf übernatürliche Art und Weise, die sichtbar ist. Und als Gemeinde Gottes sind wir gerufen von ihm, mit ihm zusammen Gemeinde zu bauen, mit ihm zusammen dieses Evangelium zu verkündigen. Und eines kann ich dir garantieren, wenn wir ihm nachfolgen, dann wird das Übernatürliche dabei sein. Und ich weiß, manchmal lesen wir diese Geschichten der Bibel und wir schauen fast mit etwas Wehmut darauf zurück und denken, wenn doch Jesus nur heute hier wäre, wenn wir doch nur heute Wunder sehen würden, Zeichen und Wunder, so wie Jesus sie getan hat. Aber weißt du was, zuallererst einmal, es geschehen Zeichen und Wunder in der heutigen Zeit. Sie sind nicht unbedingt immer in 10 vor 10 jeden Abend drin. Aber es geschehen Zeichen und Wunder auf diesem Planeten jeden Tag. Großartige Heilungen, großartige Befreiungen, ganz viele übernatürliche Dinge. Warum? Weil Gott ist immer noch der gleiche Gott. Und er wirkt immer noch auf die gleiche Art und Weise. Und eines der Dinge, die mich begeistert hat, als ich frisch zum Glauben gekommen war, nun, ich bin durch den Dienst von Reinhard Bonnke zum Glauben gekommen, und da haben mich natürlich diese ganzen Evangelisationen in Afrika fasziniert und auch inspiriert. Einfach zu sehen, wie wenn ein Mann auf einer Bühne steht und einfach das Wort Gottes verkündigt, wie Menschen geheilt werden, wie sie befreit werden, wie Gott einfach Großartiges tut. Und die haben Feuer jedes Mal gemacht da vorne. Die Leute haben ihre ganzen Voodoo und Hexerei und Zauberei-Dinge da mit nach vorne gebracht, haben die Dinge verbrannt und sind von ganzem Herzen umgekehrt zu Gott. Zu Tausenden, zu Hunderttausenden. Und vielleicht geht es hier wie mir. Manchmal habe ich gedacht, ach, wäre das schön, hätten wir das auch in Europa. Wäre das schön, hätten wir solche Dinge auch in der Schweiz. Aber weißt du was? Dafür hat Gott dich und mich hier. Und da schrecken wir manchmal ein bisschen zurück und denken, oh, wer bin ich denn? Was kann ich denn tun? Aber weißt du was? Das ist der Moment, wo das Wort Gottes dich fragen will, was hast du denn in deinem Haus? Was hast du denn? Wie die Frau mit den beiden Söhnen. Was hast du in deinem Haus? Und sie sagt, ich habe nichts, außer etwas, was nicht weit reicht. Und so fühlen wir uns manchmal. Wir denken, wir haben nichts, außer das kleine bisschen etwas. Aber weißt du was? Es bist nicht du, der die Wunder tun muss. Amen. Es bist nur du, der mit ihm zusammenarbeiten muss. Es bist nur du, der mit ihm in Gemeinschaft lebt. Und aus dieser Gemeinschaft heraus werden Dinge beginnen, die Gott tun wird durch dich, mit dir. Und weißt du was? Das Übernatürliche wird in dein Leben kommen. Und wenn das Übernatürliche in dein Leben hineinkommt, rate mal, was geschehen wird. Das Übernatürliche beginnt zu geschehen in der Schweiz und in Europa. Gott hat Hunger danach, etwas zu tun in diesem Land und auf diesem Kontinenten. Amen. Und er sucht nach Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten. Er sucht nach Menschen, die sich öffnen für das Übernatürliche, die sagen, okay, Gott, wirke du in meinem Leben, so wie du es willst. Und Menschen werden erstaunt sein über die Vollmacht, mit der du sprechen wirst. Weil sie denken, wer bist du und warum hast du eine solche Vollmacht? Das war der Fall damals bei Jesus. Sie haben ihn angeschaut und haben gedacht, wer bist du und warum kann der mit solcher Vollmacht lehren?
an diese Vollmacht, die kommt von daher, dass du Zeit mit Gott verbracht hast. Und dann sprichst du Worte, die sind gefüllt mit seiner Kraft. Und diese Worte bewirken etwas in den Leben von Menschen. Es sind nicht deine intelligenten Worte, sondern es ist seine Kraft, die durch deine Worte hindurch wirkt. Und da geschieht ganz viel Übernatürliches. Lange bevor wir Spektakuläres sehen. Ich möchte mit euch zusammen heute Morgen in den 1. Korinther 12 gehen und da einmal diese Dinge anschauen. Diese Geistesgaben, von denen wir dort lesen. Unser Gott ist ein übernatürlicher Gott. Und wenn er wirkt, wird es immer übernatürlich sein. Und er hat ein Verlangen tief in uns hineingelegt, dieses Übernatürliche zu erleben. Ich bin sicher, du hast schon Dinge erlebt in deinem Leben, wo du gespürt hast, jetzt hat Gott gewirkt, er hat etwas getan. Und diese Begeisterung, die hier in deinem Herzen ist, magst du dich an diese erinnern? Ich hoffe doch, es ist nicht allzu lange her, das letzte Mal. Diese Begeisterung, diese Freude, die da aufkommt. Dieser Sinn des Lebens, die du darin spürst und da herauskommt. Das ist, wo wir geschaffen sind dafür. Für diese Gemeinschaft mit Gott und dass er durch uns hindurch wirkt. Es ist so viel Kraft und Stärke, die da herauskommt. Aber lasst uns im 1. Korinther 12 lesen. Und ich beginne hier in Vers 1, dann überspringen wir ein paar Verse. Aber der Vers 1, über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Der Paulus schreibt hier und er schreibt ihnen über die Geisteswirkungen. Nun, einige Übersetzungen sprechen hier auch von Gaben oder Geistesgaben. Und dieses Wort Gaben ist hier eigentlich nicht im Text drin. Aber es ist so, wir sprechen häufig von den Geistesgaben, wenn wir von diesem Kapitel hier sprechen. Und man kann es als Gabe bezeichnen, weil es ist etwas, das Gott gibt. Mir gefällt diese Übersetzung hier von der Schlachter 2000 mit den Geisteswirkungen aber eigentlich sehr gut, weil es eben darauf hinweist, dass es der Geist ist, der etwas bewirkt. Amen. Der Geist möchte etwas bewirken. Und Paulus schreibt hier den Korinthern, über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Und ich meine, es war nicht der Paulus, der hier sich hingesetzt hat und seine beste Weisheit zu Papier gegeben hat, sondern es war der Geist Gottes, der den Paulus gedrängt hat, ihnen zu schreiben. Und Gott wollte den Korinthern sagen und Gott möchte heute Morgen dir sagen, über die Geisteswirkungen möchte Gott nicht, dass du in Unwissenheit bist. Andersherum gesagt, er möchte, dass du die Geisteswirkungen kennst. Er möchte, dass du mit ihnen vertraut bist. Er möchte, dass du weißt, wie sie wirken. Amen. Du siehst seine Absicht hier in diesem Vers 1. Dann lasst uns weitergehen zu Vers 4. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben. Doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch ist es derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Und hier siehst du, wie Gott beginnt zu erklären, weißt du, es wirkt nicht immer gleich. Es gibt verschiedene Dinge. Der Geist Gottes wird verschiedene Dinge tun. Es gibt verschiedene Gaben. Aber es ist der gleiche Geist. Wie können wir erkennen, ob etwas von Gott ist oder nicht von Gott? Es ist ganz einfach. Es ist der gleiche Geist. Es ist der Geist, den du kennst. Weißt du, damals, als ich in der Bibelschule war und auf diesen Missionstrip mitging in die Philippinen und ich sage da manchmal, also ich war so von der Zeitzone her, ja, 8 Stunden einmal so rum bis in die USA, dann noch einmal 8 Stunden bis in die Philippinen, also ich war quasi 60 Stunden, also 2 Drittel um die Erde rum, ja. Und ganz fremde Kultur und habe mich menschlich überhaupt nicht wohl gefühlt dort. Und in dem Moment, wo der Gottesdienst begonnen hat, in dem Moment, wo wir mit Lobpreis begonnen haben, da kam die Gegenwart Gottes und ich wusste, okay, der gleiche Heilige Geist, den ich von zu Hause kenne, der gleiche Heilige Geist, den ich von der Bibelschule kenne, der gleiche Heilige Geist ist hier.
Und ich wusste, hier bin ich zu Hause. Amen. Halleluja. Der Geist Gottes, du kannst ihn kennen. Und auch wenn diese Geisteswirkungen unterschiedlich sind, du kannst ganz einfach erkennen, ob es von Gott ist oder nicht. Weil du den Geist kennst. Weil du den Geist kennenlernen kannst. Amen. Vers 8, dem einen nämlich wird durch den, Vers 7 noch, Entschuldigung. Jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Nun, dieses offensichtliche Wirken, es wird in anderen Übersetzungen mit Offenbarung übersetzt oder unterschiedlichen Worten. Auf jeden Fall auch Manifestation des Geistes. Auf jeden Fall geht es darum, wenn eben dieses Wirken des Geistes offensichtlich wird, wenn es sichtbar wird. Das heißt, der Geist, der etwas wirkt, bewirkt im geistlichen Bereich etwas, das in diesem Moment in den natürlichen Bereich hineinkommt. Und jedem aber wird dieses Wirken Gottes, dieses Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Es bedeutet, es ist dazu da, Menschen zu dienen. Es ist nicht ein Orden, den ich hier anheften kann, so wie diese Generäle, die da Brust voll haben mit 17.000 Orden, was sie alles sind und schon getan haben und geleistet haben. Und jetzt habe ich noch die Gabe der Geisterunterscheidung und des Glaubens und der Wunderheilungen. Dreimal da so ein Abzeichen und ich bin da jemand jetzt. Sondern es ist dazu da, Menschen zu dienen. Ganz einfach. Amen. Und dann kommt diese Aufzählung dieser Gaben ab Vers 8. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Und auch hier siehst du wieder, das ist nicht eine Sache, die ich will, sondern wie er will. Ich kann mich ihm zur Verfügung stellen. Er möchte, dass ich darüber Bescheid weiß. Er möchte, dass ich nicht in Unkenntnis bin bezüglich diesen Gaben. Aber es ist, wie er will. Ich kann es nicht forcieren. Ich kann es nicht erzwingen. Ich kann nicht sagen, okay Gott, jetzt hier. Sondern es kommt, wie er will. Und weißt du, das bringt uns in eine solche Abhängigkeit zu ihm, die aber absolut gewollt ist. Gott möchte dich genau da haben, an diesem Ort, wo du total abhängig bist von ihm. An diesem Ort, wo der Petrus stand, an diesem Tag, als Jesus auf dem Wasser an ihnen vorbeiging und er ihm sagte, okay, Jesus, wenn du es bist, dann sprich zu mir, dass ich zu dir kommen soll. Und ich bin nicht ganz sicher, ob er weit vorausgedacht hat, ob er tatsächlich gedacht hat, dass Jesus ihm sagen wird, okay, komm. Vielleicht war da einfach sein Mund mal wieder schneller, als ja, was er sich überlegt hat. Gibt ja solche Menschen, bei denen das geschehen soll. Und ich glaube, wenn man den Peter so ein bisschen anschaut, das ist ihm schon ab und zu auch mal geschehen. Und dann sagt Jesus, ja, dann komm. Und weißt du, dieser erste Schritt aus dem Boot heraus, das ist dieser berühmte Schritt aufs Wasser. In dem Moment weißt du, jetzt, ich gehe unter und entweder Gott tut etwas oder ich sinke. Es ist dieser Ort der totalen Abhängigkeit von ihm, wo in dem Moment, wo du es tust, das Wunder geschieht. Und Gott möchte uns an diesem Ort haben.
Er möchte, dass wir an diesem Ort sind, wo wir einfach in der ganzen Abhängigkeit von ihm stehen, weil dann kann er seine Wunder tun. Dann kann er beginnen, Gott sein, wie er Gott sein möchte, nämlich übernatürlich zu wirken durch dich und in deinem Leben. Diese Abhängigkeit von ihm ist die Grundlage dafür, dass sein Geist in unserem Leben wirken kann. Er sehnt sich danach, uns so zu gebrauchen, aber wir stehen so häufig an dieser Bootskante und sind nicht so richtig sicher, kann ich das jetzt oder kann ich das nicht? Und weißt du, irgendwie habe ich das Gefühl, dieses ganze Jahr kommen wir einfach nicht weg von diesem Thema. Es geschieht einfach alles aus dieser Beziehung, die du mit ihm hast, heraus. Du kannst die Bibel nehmen und in alle möglichen Richtungen predigen, aber am Schluss kommt es immer zurück zu dieser Beziehung, die du mit Gott hast. Diese persönliche Beziehung, die zu Hause stattfindet. Diese persönliche Beziehung, die stattfindet, wenn du an der Arbeit bist, wenn du deiner Verpflichtung nachgehst, wo immer das du bist, wenn du deine Freizeit verbringst, wo auch immer du bist, diese persönliche Beziehung mit Jesus. Aus dieser heraus fließen alle diese Dinge. Aus dieser Beziehung heraus, weil der Petrus den Jesus kannte. Weil Petrus wusste, dass Jesus diese Wunder tun kann. Deswegen hat er sich gewagt, deswegen hat er sich getraut, diesen ersten Schritt aufs Wasser hinaus zu machen, diesen Fuß zu belasten, der auf dem Wasser nicht stehen kann. Und er hat das Wunder Gottes erlebt. Warum? Weil er dem Wort vertraut hat, das er gehört hat. Und Gott möchte, dass wir seine Worte hören und beginnen, ihnen zu vertrauen. Und weißt du, manchmal, wenn wir etwas zum ersten Mal hören, dann ist es nicht so, dass wir, okay, wir wetten jetzt gerade unser ganzes Leben darauf. Manchmal ist es so, dass wir Dinge wieder und wieder hören müssen. Der Petrus hat nicht Jesus einen Tag gehört und ist dann aufs Wasser rausgesprungen, sondern er war mit ihm unterwegs. Es war etwas, das sich in seiner Entwicklung ergeben hat. Gott möchte uns in diese enge Beziehung mit ihm hineinführen, wo wir beginnen, sein Wort zu nehmen und wo wir beginnen, den Geist zu kennen und dem Geist zu folgen. Diese neuen Gaben, die wir hier aufgelistet sehen, sind alles übernatürliche Gaben. Der Pastor Michael hat vor ein paar Wochen darüber gepredigt, dass es nicht einfach Weisheit ist. Wenn jemand besonders weise ist, dann ist das eine Gabe und das ist das hier. Nein, das hier ist nicht diese Art von Weisheit. Genau. Es gibt biblische Weisheit, aber wie er super erklärt hat, das ist nicht das, sondern das hier, das sind übernatürliche Gaben, wie Gott wirken möchte. Es ist ein Wort der Weisheit. Es ist etwas, das Gott gibt in dem Moment. Weißt du, jahrelang habe ich immer gesehen, wie Hannelore für Menschen gebetet hat und sie hat ihnen die Hände aufgelegt und in dem Moment kam es und floss es und sie hat Dinge gebetet und gemacht und gesagt und ich habe gedacht, wie weiß sie das? Und selbst als ich von der Bibelschule zurückkam und ich habe hier in allen möglichen verschiedenen Funktionen gedient und bin mit dabei gewesen, aber ich habe viele Jahre lang habe ich nie für Leute gebetet hier vorne. Und irgendwann kam der Tag und dann stand ich auch hier vorne und habe für Leute gebetet. Und weißt du, in dem Moment, wo ich für die erste Person gebetet habe, hat es Sack gemacht und da war etwas. Ich hatte etwas in meinem Herzen. Weißt du, Gott gibt diese Dinge, warum? Eben zum Nutzen, zum Dienen. Nicht damit ich sagen kann, ich kann das. Sondern um Menschen zu dienen, um sie aufzuerbauen, um sie zu stärken. Und weißt du, diese Dinge, die funktionieren manchmal in unserem Leben nicht immer nur spektakulär. Als Pastor Michael gelehrt hat darüber, über das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, ist mir in den Sinn gekommen, wie ich zur Bibelschule gekommen bin.
Also ich habe damals in einem Buch von Brother Hagen gelesen, respektive ich habe das dort so beim Büchertisch angeschaut. Ich stand da und ich sehe auf der letzten Seite ein Bild von dem einen Bibelschulgebäude. Und ich schlage das auf und ich sehe dieses Bild und ich sage, was ist denn das? Und neben mir stand eine Person und diese Person sagte, das ist eine Bibelschule in Amerika. Und in dem Moment, wo er das sagt, sage ich, da gehe ich mal hin. Und ich hatte noch nie von diesem Ort gehört. Und ich wusste gar nicht, wo das ist. Aber in dem Moment kam es aus meinem Geist heraus, da gehe ich mal hin. Und von dem Tag an wusste ich, ich werde da hingehen. Ich wusste nicht wann, ich war noch in der Lehre. Pastor Michael hat mich irgendwann überholt, kam zu mir, hast du immer noch vor, da hinzugehen, weil ich ihm das mal erzählt hatte? Ich sagte, ja. Und er sagte, ich gehe dieses Jahr. Und ich sagte, ich weiß nicht, wann ich gehe, aber ich werde gehen. Weißt du, einfach in dem Moment, wo ich das angeschaut habe, da war kein Lichtblitz, kein Donner vom Himmel, kein gar nichts, einfach, da gehe ich mal hin. Und ich bin überzeugt, Gott hat schon Dinge zu deinem Herzen gesprochen, ganz übernatürlich. Du hast schon Dinge erlebt. Wir vergessen manchmal schnell. Und es lohnt sich dann auch, sich einen Moment Zeit zu nehmen, zurückzuschauen und vielleicht sich sogar ein bisschen aufzuschreiben, was hat Gott schon so alles getan? Dieses Jahr oder in den letzten Jahren? Nicht zu vergessen. Wir sehen diese Gaben hier, die wir hier aufgelistet haben. Und weißt du, wenn wir die Bibel studieren, werden wir finden und erkennen können, dass diese Gaben in vielen von den Wundern Jesu aktiv waren. Ganz häufig natürlich diese Kraftgaben. Also wir sehen hier 9 Gaben und sie lassen sich so in 3x3 Gaben aufteilen. Ja, 3, die etwas sagen, 3, die etwas wissen, 3, die etwas tun. Und diese 3, die etwas tun, oder? Glauben, Heilung und Wunderwirkungen sind etwas, was wir natürlich in vielen von diesen Heilungen, die Jesus gewirkt hat, sehen. Aber hast du gewusst, dass wir diese Gaben auch im Alten Testament finden? 7 von diesen 9. 2 finden wir nicht. Das ist die Sprachengabe und die Auslegung der Sprache. Das war etwas, was nach Pfingsten erst dazugekommen war. Aber die anderen 7, die finden wir auch im Alten Testament und im Neuen Testament. Weißt du, Gott sagt nicht einfach an einer Ecke irgendetwas, sondern er bestätigt sein Wort mit sich selbst. Und wenn wir diese Dinge beginnen zu studieren, wird es ganz spannend. Aber wir können hier natürlich nicht 3 Monate Bibelschule in einen Sonntagmorgen hineinpacken. Deshalb lasst uns da ein bisschen weitergehen. Wir sehen nicht nur die Kraftgaben im Dienst von Jesus. Wir sehen auch Dinge wie, sie kommen in den Tempel und sie fordern die Tempelsteuer. Und Jesus sagt zu Petrus, du Petrus, geh mal fischen. Und den ersten Fisch, den du fängst, den nimmst du, du öffnest seinen Mund und da drin findest du einen Doppeldrachma, glaube ich, und den nimmst du und bezahlst die Tempelsteuer für dich und für mich. Wie konnte er das wissen? Dass der Fisch einen Doppeldrachma geschluckt hat. Wie konnte er wissen, dass Petrus ausgerechnet genau diesen Fisch als ersten fangen wird? Das sind so die Dinge, die Gott tut. Amen. Weißt du, diesen Dingen einfach beginnen zu vertrauen, die Gott sagt. Wie hat sich der Petrus in dem Moment wohl gefühlt? Er hat ihm nämlich eine Frage gestellt, ja, müssen wir jetzt da diese Tempelsteuer zahlen oder nicht? Und Jesus hat ihm eine Antwort gegeben und danach sagte ihm, okay, geh mal fischen. Und der erste Fisch, da findest du einen Doppeldrachma. Stell dir mal vor, Gott sagt dir sowas im Gebet. Geh mal fischen. Wie würdest du reagieren? Aber weißt du, was das Tolle ist? Wenn Gott spricht, es ist immer etwas, das du tun kannst. Kannst du fischen, Petrus? Er war Fischer.
Ja, er kann fischen. Nicht schwierig für ihn. Kannst du einen Schritt aus dem Boot heraus machen? Kannst du laufen? Ja, nicht auf dem Wasser, aber ich kann laufen. Kannst du einen Schritt aus Wasser raus machen? Ja, du kannst. Die Dinge Gottes sind unmöglich und möglich zugleich. Es ist immer etwas, das du kannst, etwas, das du hast. Was hast du zu Hause? Ja, nichts außer. Siehst du, Gott arbeitet immer mit uns zusammen. Er weiß, dass du nicht genug hast aus dir heraus, aber das ist ja nicht das Problem. Er weiß ja, dass er da ist. Oder Jesus mit der samaritischen Frau am Brunnen. Und er sagt ihr, hol doch deinen Mann. Und sie sagt, ja. Das ist nicht mein Mann. Und er sagt ihr, recht hast du geantwortet. 5 Männer hast du gehabt. Oder sie sagte, ich habe keinen Mann, glaube ich. Und Jesus sagt ihr, recht hast du geantwortet. 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Wie konnte er das wissen? Übernatürliche Dinge. Es hat dazu geführt, dass die Frau und die ganze Stadt herausgekommen sind und gläubig wurden. Und Gott möchte diese übernatürlichen Dinge benutzen. Er möchte, dass selbst wenn wir am Brunnen sitzen und Durst haben, dass er uns benutzen kann, Menschen zu erreichen, Menschen zu dienen. Dieses Übernatürliche möchte Gott in der Gemeinde haben. Wenn wir weitergehen zum Kapitel 14, das Kapitel 13 dazwischen, absolut entscheidend, das Kapitel der Liebe. Und in Kapitel 14 geht es weiter und da heißt es, strebt nach der Liebe, dass alles, was wir hier lesen, ist, muss eingepackt sein in Liebe. Diese Gaben sind keine Leistungsabzeichen, nichts dergleichen, sondern einfach nur, um Menschen zu dienen. Gottes Wirken, das er tun möchte. Kapitel 14, Vers 1, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Am meisten aber, dass ihr weissagt. Er trägt uns hier auf. Der Heilige Geist durch Paulus trägt hier der Gemeinde auf. Nicht nur in Korinth, sondern auch in Bruck. Bemüht euch auch eifrig. Und das tönt für mich so danach, dass diese Dinge, diese Geisteswirkungen mir nicht einfach in den Schoß fallen. Dass es nicht etwas ist, was einfach passiert, ohne dass ich überhaupt irgendetwas damit zu tun habe. Sondern bemühe dich. Also muss ich jetzt doch das quasi selber zum Wirken bringen? Nein, das ist es nicht. Aber dieses sich eifrig bemühen bedeutet, dass ich mich danach ausstrecke, dass ich mich dafür öffne, dass ich mich für die Wirkungen des Geistes, so verschieden sie auch sein mögen, öffne. Gott möchte wirken. Und was er braucht, ist, dass wir uns nach ihm ausstrecken. Dass wir uns für sein Wirken öffnen. Und eine Sache dabei ist, dass wir aufhören, uns als unwürdig zu erachten. So häufig, wenn wir darüber nachdenken, dass Gott wirken möchte durch unser Leben, dass Gott jemanden heilen möchte, wenn wir für ihn beten, dass Gott uns übernatürlich Weisheit, Einsicht geben möchte in das Leben eines Menschen, mit dem du das Herz berühren kannst und sie zum Glauben kommen. Wir wünschen uns diese Dinge zwar, aber wir denken immer so, wir werden erinnert an unsere Unvollkommenheit. Und das ist des Teufels Lieblingstrick. Er weiß, dass du unvollkommen bist. Er weiß, dass du nicht heilig genug bist. Und das wird er dir immer wieder vor Augen halten.
um dir klarzumachen, dass dein dich ausstrecken nach diesen Dingen gar nicht funktionieren wird, weil Gott kann nicht wirken, weil du in deinem Leben, das ist einfach ein zu großes Durcheinander. Aber ich habe schon gesagt, es ist des Teufels Trick. Weil in Tat und Wahrheit ist es so, dass deine Heiligkeit nicht deine eigene Heiligkeit ist, sondern die Heiligkeit, die du von ihm empfangen hast. Es ist die Heiligkeit, für die Jesus am Kreuz gestorben ist. Er hat dich rein gemacht und er hat dich heilig gemacht. Und deshalb das nächste Mal, wenn diese Gedanken kommen, dann sagst du, nein, du verwechselst hier etwas, Teufel. Du verwechselst hier den alten Menschen von mir, weil nicht mehr lebe ich, sondern Christus. Er lebt in mir und deswegen bin ich mehr als gut genug und heilig genug, um hier mit Gott zusammen zu wirken. Amen. Es braucht manchmal einen kühnen Schritt auf diesen Widerling zu. Meine Frau hat mir gestern erzählt eine Geschichte. Sie hatte früher immer Angst, in Keller oder dunkle Räume hineinzugehen. Und da war etwas geschehen in ihrem Leben und da hat sie gesagt, weißt du, ich habe einen Stuhl genommen, habe ihn vor mich hingesetzt und ich habe so, Mr. Teufel, jetzt setzt du dich hier hin und jetzt schaust du zu, wie ich Gott anbete inmitten von dieser Misere. Und sie begann Gott anzubeten und Gott zu loben und zu preisen und plötzlich in einem Moment sieht sie in den geistlichen Bereich und sie sagte, weißt du, der Teufel, der war so winzig klein auf dem Stuhl. Und diese ganze Angst war weg von einem Moment auf den anderen. Oh, wenn wir beginnen, Gott zu loben und zu preisen, wenn wir beginnen, unseren Stand einzunehmen in dem, was wir von Jesus am Kreuz erhalten haben, dann beginnen so viele Dinge möglich zu werden. Lass uns nicht immer zurückgebunden oder uns zurückbinden von diesen Gedanken und Ideen, die der Teufel uns vormalt. Dann lass uns dieses Wort nehmen und sagen, nein, 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 nein. Hier ist, was das Wort sagt. Gott will wirken. Er möchte nicht, dass ich in Unkenntnis bin über diese Geisteswirkungen und er möchte, dass ich mich danach ausstrecke. Er möchte, dass ich mich öffne dafür. Und der Geist Gottes wird beginnen zu wirken. In der Hoffnung für alle heißt es, die Liebe also soll euer höchstes Ziel sein, strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt. Strebe danach, habe einen Hunger danach. Ich bin persönlich überzeugt, diesen Hunger, den haben wir in uns drin. Amen. Aber manchmal muss man diesen Hunger hervorholen. Manchmal muss man diesen Hunger, füttern, dann geht er weg, gell? Das ist ein blödes Beispiel, aber weißt du, was ich meine? Dass wir das heranziehen. Dass wir das kultivieren. Dass wir uns selbst nicht zulassen, dass die Welt und all die tausend Dinge und Beschäftigungen, die wir haben können, diesen Hunger zuschütten. Dieses tiefe Sehnen, diese Sehnsucht in unserem Herzen, Gott zu erleben, seine Übernatürlichkeit zu erleben in unserem Leben, dass das einfach zugemüllt und zugedeckt wird. Lasst uns danach streben. Wir sehen hier bei Paulus, wie er schreibt, ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis seid. Das Erste, was geschehen muss, ist, dass du davon hörst. Das Erste, was geschehen muss, ist, dass du in der Predigt davon hörst, wie heute Morgen, aber dann auch für dich selbst in dieses Wort hineingehst und diese Passagen liest und beginnst, die Evangelien zu lesen und zu sehen, wie Jesus gewirkt hat. Er, das Beispiel, er, unser großes Vorbild, der gesagt hat, ich sage nur, was ich den Vater sagen höre und ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Wir sind berufen, ihm nachzufolgen. Wir sind berufen, ihm gleich zu sein. Als die Jünger Jesus gefragt haben, wie sie beten sollen, hat Jesus ihnen Folgendes geantwortet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gott möchte eingreifen. Gott möchte, dass es auf der Erde so wird wie im Himmel. Und es ist nicht so schwierig zu erkennen, dass es im Moment auf der Erde nicht so ist wie im Himmel. Aber er möchte das verändern.
Als Jesus gekommen ist, ist er nicht einfach da gewesen, hat sich die Sache angeschaut und hat gesagt, ja, das ist schon ein schlechter Zustand auf dieser Erde. Und es wäre so gut, wenn es besser wäre. Und weißt du was, wenn ihr dann alle mal fertig gelebt habt und gut genug wart, dann werdet ihr in den Himmel kommen und dann wird es besser werden. Das war nicht seine Botschaft. Nein, seine Botschaft war immer, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Amen. Er hat den Jüngern gesagt, betet so, Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel ist. Gott möchte jetzt schon beginnen, Gutes zu tun. Gott möchte jetzt schon beginnen, einzugreifen. Gott möchte jetzt schon beginnen, Übernatürliches zu tun in der Schweiz und in Europa. Und es gibt schon Gründe, warum es an einigen Orten viel mehr passiert und an anderen viel weniger. Aber weißt du was? Diese Gründe haben nichts damit zu tun, was Gott tun kann, sondern damit zu tun, was wir bisher getan haben. Wir haben unseren Verstand so weit, so weit ausgebildet und wir sind so intelligent geworden, dass wir das Gefühl haben, naja, das mit Gott, das ist für die Schwachen und die Kranken und die Armen. Aber weit gefehlt, weit gefehlt. Weil Gott hat eine Intelligenz, die übersteigt alles, was wir können. Bei weitem. Amen. Und Gott hat diese geniale Art von absolut übersteigender Intelligenz so simpel zu machen, dass jeder Mensch daran teilhaben kann. Gott ist nicht kompliziert. Gott ist ganz einfach. Alles, was es braucht, ist dieses Leben in dieser totalen Abhängigkeit, wo wir einfach nicht wissen, was der nächste Schritt ist. Wo wir nicht wissen, hält dieses Wasser jetzt ja oder nein. Aber Gott hat gesagt, geh aufs Wasser, deshalb kann ich gehen. Und wir machen diesen ersten Schritt und siehe da, das Wasser hält. Siehe da, das Wunder funktioniert. Und Gott wirkt übernatürlich. Uns ausstrecken nach ihm. Uns ausstrecken nach seinem Handeln. Und weißt du, diesen Fluss des Geistes, den können wir und den müssen wir kennenlernen. Wie ich gesagt habe, ich habe gemerkt, in den Philippinen, in dem Moment, wo der Lobpreis losging, die Gegenwart Gottes, der gleiche Geist Gottes, der da ist. Und weißt du, das ist so wichtig, dass wir diesen Geist Gottes kennenlernen, diesen Fluss des Geistes kennenlernen. Oh, das ist so wichtig. Ich kann es gar nicht überbetonen. Weil, weißt du, Jesus, er hat so viele Dinge getan, wenn wir sie sehen würden, eins zu eins, wir wären wahrscheinlich auch ab und zu recht schockiert. Weißt du, dann kommt ein Blinder daher und der spuckt auf den Boden, nicht gerade so super appetitlich, gell? Dann macht er einen Brei und schmiert ihm den Mann auch noch ins Gesicht. Könnte der Blick schon verreißen, diese Story, oder? Wie weißt du, dass etwas, das geschieht, vom Geist Gottes ist oder eben nicht? Du musst eben den Geist Gottes kennenlernen. Du musst den Fluss des Heiligen Geistes kennen. Weil nicht jeder, der auf den Boden spuckt, einen Brei macht und jemandem ins Gesicht streicht, ist deshalb automatisch ein Wunderheiler. Und weißt du, Jesus hat es auch nicht jeden Tag so gemacht. Er hat es einmal so gemacht, einmal anders und einmal nochmal anders. Und weißt du, was die Konstante ist? Du weißt nie, was kommt. Du bist in totaler Abhängigkeit von dem, was er als nächstes dir zeigt. Deswegen dieser Fluss des Geistes, den Geist zu kennen, es ist so wichtig. Es ist die Grundlage dafür, dass wir beginnen können, in diesen Dingen mit Gott zusammenzuarbeiten. Gehen wir noch ein paar Verse weiter in diesem 1. Korinther 14 und dann versuche ich zu landen. Im Vers 18, da schreibt der Paulus, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache.
Nun, der Paulus hat hier vom Beten in Sprachen, Beten in Zungen wird es auch genannt, verschiedene Begriffe, die aber dasselbe bedeuten. Ja. Beten in dieser Gebetssprache, die der Heilige Geist dir gegeben hat. Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt wurdest, so wie es an Pfingsten geschehen ist, in dem Moment bekommst du eine Gebetssprache und in der kannst du beten. Und der Paulus, der hat hier im Vers 18 gesagt, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Und der Paulus hat hier nicht versucht, einen Orden sich anzuheften, ja? Sondern er hat gesehen, was daraus herauskommt. Was das Resultat ist davon, dass er viel in Sprachen gebetet hat. Er hat gemerkt, ich lerne damit den Fluss des Geistes Gottes kennen. Was tun wir, wenn wir in Sprachen beten? Vielleicht magst du dich erinnern, das erste Mal, als das da so daherkam, das war echt ungewöhnlich. Die Erlebnisse, die Erfahrungen von der Taufe im Heiligen Geist sind auch nicht bei allen gleich. Also bei einem ging es gerade los und da war es und bei anderen hat es sich so ein bisschen langsam entwickelt vielleicht. Aber was geschieht in dem Moment, wo wir beginnen, in Sprachen zu beten? Wir beginnen, unseren Mund anzuhängen an Worten, die wir nicht aus unserem Verstand haben, sondern an Worten, die aus unserem Geist herauskommen. Unser Geist durch den Heiligen Geist bekommt Worte und diese Worte beginnen wir zu beten. Und das ist ein ganz einfaches Beispiel, wo wir etwas haben, wo du etwas vom Übernatürlichen ins Natürliche herausbringen kannst. Und wenn du das tust, wenn du das regelmäßig tust, die Bibel sagt, dass dein Geist, dein innerer Mensch aufgebaut wird, das ist eine Sache, die geschieht. Und was auch geschieht, ist, dass du eben diesen Heiligen Geist und sein Wirken kennenlernst, dass du diesen Fluss kennenlernst. Und es ist Gottes Art, wie er uns hilft, da einzusteigen. Und vielleicht geht es dir ein bisschen so wie den Korinthern, dass jemand anderes zu dir sagen könnte, ich danke Gott, dass ich viel mehr als ihr. Möglicherweise haben die Korinther das nicht so oft getan. Aber weißt du was? Fang einfach an, regelmäßig in dieser Sprache zu beten. Weißt du was? Mittwochabend, 20 Uhr. Gebet. Hier, lernen gemeinsam mit dem Geist Gottes zu fließen. Hast du, Michael, war 2 Jahre auf dieser Bibelschule. Ihr habt den Jim Hockaday auch schon erlebt hier als Gastsprecher. Wir waren 2 Jahre jeden Tag eine Stunde bei ihm in der Gebetsschule. Wir haben so viel mitgenommen, so viel gelernt da drin. Warum? Weil wir haben gebetet zusammen, wir haben den Geist Gottes, den Fluss Gottes kennengelernt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir haben so viel mitgenommen, wir können es gar nicht in Worte formulieren, es ist einfach ganz viel da drin. So wie heute gibt es diese tollen Worte, ja, wie ein Download. Gott ladet da Dinge herunter in dein Herz, die kann dein Kopf noch gar nicht alle fassen, aber sie sind da. Und in dem Moment, wo er sie braucht, kann er sie rausholen. Amen. Und ich glaube, dass Gott da Dinge in uns hineingelegt hat, die euch zugutekommen. Ich kann euch Mittwoch nur empfehlen. Komm. Ja, ich kann nicht jedes Mal. Dann kommst du nicht jedes Mal. Aber komm. Lerne den Fluss des Geistes kennen. Lerne kennen, wie er wirkt. Weil er wird nicht gleich wirken jedes Mal. Wir können nicht etwas, jetzt habe ich herausgefunden, so funktioniert es. Ich garantiere dir, nächstes Mal wird Gott es anders machen. Es wird immer in dieser totalen Abhängigkeit von ihm sein, dass diese Dinge wirken. Aber aus dieser Gemeinschaft mit ihm, aus diesem Leben, das wir mit ihm teilen, da heraus werden diese übernatürlichen Dinge beginnen zu fließen. Wenn wir in Sprachen beten, trainieren wir unseren Mund, nicht auf unseren Verstand, sondern auf unser Herz zu hören. Wir sprechen diese Worte, die direkt aus unserem Geist kommen.
Ich hätte noch viele gute Dinge gehabt. Es ist gut zu wissen, dass Gott noch viele gute Dinge hat für euch. Amen. Wir hatten einen Satz gehört in der Bibelschule öfters mal. Spiritual things are better caught than taught. Geistliche Dinge sind manchmal besser, wenn man sie erlebt hat. Also man kann sie besser ergreifen, wenn man sie sieht, wenn man sie erlebt, als dass man es einfach nur lehren kann. Du kommst mit Worten nur so weit. Und dann geht es darum, dass du es erleben musst, dass du es sehen musst. Und auch deshalb, Mittwoch, 20 Uhr, komm her. Also du wirst beginnen, Dinge zu ergreifen, zu erfassen, die du sonst nicht ergreifen oder erfassen kannst. Und Gott möchte, dass wir nicht in Unwissenheit sind über diese Dinge. Er möchte, dass wir darin wachsen. Ich glaube, dass im Jahr 2021 Gott möchte, dass wir uns mehr und mehr und mehr ausstrecken nach seinem übernatürlichen Wirken. Amen. Dass wir nicht eine Gemeinde sind, die einfach nur eine nette Botschaft hat, sondern dass wir eine Gemeinde sind, die eine kraftvolle Botschaft hat, die Menschenleben verändert. Amen. Die Menschen zu Gott zieht, weil sie seine Liebe spüren und erleben. Darum geht es, eine kraftvolle Gemeinde zu sein. Eine Gemeinde zu sein, durch die der Geist Gottes wirkt. Und weißt du, so einfach zum Abschluss, der Paulus hat den Korintherbrief nicht an die Leitung der Korinthergemeinde geschrieben. Er hat den Brief an die ganze Gemeinde der Korinther geschrieben. Und darüber hinaus an die ganze Gemeinde Gottes weltweit. Er ist für dich geschrieben. Gott möchte nicht, dass du unwissend bist über diese geistlichen Dinge. Und du bist mehr als würdig, darin zu wandeln. Gott lädt dich ein. Gott lädt dich ein in diese seine Gemeinschaft. Er lädt dich ein, Zeit mit ihm zu verbringen, wo du ihn kennenlernst, den Heiligen Geist, seinen Fluss kennenlernst. Es geschieht natürlich nicht nur am Mittwochabend hier. Es geschieht auch in jedem Moment, wo du mit ihm Gemeinschaft hast. Und ich spüre einfach dieses Drängen. Lass uns aufmachen. Lass uns doch aufstehen in seiner Gegenwart. Spüre dieses Drängen, das Gott hat. Dass wir ihn suchen, dass wir ihm nachfolgen. Dass wir beginnen, ihm nachzufolgen auf eine Art, wie wir es uns bis jetzt gar nicht so richtig getraut haben. Und er wird dich nie überfordern. Er weiß genau, wo du stehst. Er kennt auch die Dinge, wo du vielleicht gesagt hast in der Vergangenheit, damit habe ich aber Mühe. Manchmal sind die Wirkungen Gottes ganz ungewöhnlich. Aber mach nichts. Gott darin ist, kommt daraus heraus immer eine große Kraft, eine große Stärke, eine große Veränderung. Gott tut etwas. Ich glaube, wir werden noch einiges hören in den nächsten Monaten darüber, wie wir mit ihm fließen können, wie wir seinen Fluss kennenlernen können, wie wir eintreten können in diese übernatürlichen Dinge, die Gott tun möchte.
Und deshalb lasse ich jetzt diese Dinge, die ich da noch gehabt hätte, weg, weil ich glaube, die kommen noch. Und lass uns doch einfach gemeinsam vor ihn treten. Öffne dein Herz, bring ihm diese Dinge, die vielleicht du in der Vergangenheit, mit denen du vielleicht in der Vergangenheit Mühe gehabt hast. Vielleicht hast du diese Taufe im Heiligen Geist noch nicht empfangen und möchtest sie gerne empfangen. Kein Problem. Gott gibt sie dir. Gott schenkt sie dir. Wenn du dafür gebeten möchtest, darfst du dich gerne bei uns melden. Wir beten mit dir. Aber lass uns vor Gott treten, unser Herz öffnen. Und sehen, was er in dein Herz hineinlegt. Amen.